Fürchtest du dich vor Entitäten, wenn dir deine Kinder erzählen, dass sie Monster unter dem Bett sehen, dass sie sich Geistern gewahr sind, dass sie die verstorbene Tante gesehen haben, dass der Uropa mit ihnen gesprochen hat? Wie ist deine Reaktion darauf, wenn dir deine Kinder erzählen, was sie alles wahrnehmen? Sagst du ihnen, dass es gar nicht stimmt, dass es keine Entitäten gibt? Sagst du ihnen vielleicht, ja, du brauchst keine Angst haben, obwohl du dich selber total fürchtest? Was wäre, wenn du deine Kinder ermächtigen könntest, zu wissen, was sie wissen über die geistige Welt? Was wäre, wenn du deinen Kindern Werkzeuge an die Hand geben kannst, um mit der geistigen Welt zu interagieren? Um sich nicht zu fürchten vor ihr, sondern mit ihr zu kooperieren. Und was wäre, wenn du als Elternteil mit gutem Beispiel vorangehst und sie ermächtigst, ihre Fähigkeiten über die geistige Welt zu entwickeln? Ich bin Sophie Czerny, Facilitatorin von Sprich mit den Entitäten. Und am 26. September mache ich einen Call Kinder und Entitäten. Du als Elternteil oder als Tante, als Onkel, als Omi, als Opa bist herzlichst eingeladen zu diesem Call, um deine Kinder, Enkelkinder, deine Nichte, deinen Neffen zu ermächtigen, was sie wissen über die geistige Welt. Wir starten um 19 Uhr und anmelden kannst du dich wie immer auf meiner Webseite sophiecerny.com. Was ist möglich, wenn du dich nicht mehr mit deinem Kind unter der Bettdecke versteckst?